So, spielen wir jetzt also das Spiel durch. Ich habe jetzt nachgeschaut, wie man das am besten schaffen kann. Und zwar kann man die Stellen, die er einfriert, wieder auftauen. Wow! Hilfe, Hilfe! Weg, 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 weg! Warum habe ich überhaupt diese Waffe? Die hier brauche ich. Erwischt. Ey, du! Okay, das sollte ich lassen, sonst kriegt man da Schaden. Ich mach dich fertig. Ist das klar? Komm her. Na, macht Spaß, ne? Alle Beine zu verlieren. Wow. Gleich haben wir es. Okay, jetzt haben wir ihn endlich. Puh. War ja auch nicht besonders schwer. Nachdem ich geschaut habe, wie man es am besten macht. Nämlich diese Dinger hier kann man auftauen. Für die, die es gerade nicht gesehen haben. Oh, jetzt sind wir aber total warm. Puh. Und wir haben nicht einmal diese Dings da Waffe gebraucht. So, na gut, wir hatten nur einen Schuss haben wir verbraucht, aber naja, ein Schuss ist nur ein Schuss. Aber erstmal Waffen nachladen. Und dann werde ich speichern, damit wir diese Stelle nicht nochmal machen müssen. Gut, die ist nachgeladen, die auch, die auch. Da, das kann man nicht nachladen. Okay, jetzt speichere ich. Ich nehme jetzt einfach mal den ersten Spielstand. Traum. Am 15.04. Und jetzt haben wir den 20.06. Hatten wir. Jetzt haben wir inzwischen den 22. glaube ich. Oder den 24. Keine Ahnung. Wo geht's denn hier jetzt lang? A Bear! Happy Birthday, Mr. Bear! hier. Plötzlich sah ich in mich hinein und erkannte, dass ich nicht besser war als diese Leute. Wie konnte ich hoffen, die Welt zu ändern, wenn ich nicht bei mir selbst begann? Ich müsste wenigstens einen Menschen ändern. Mich selbst. Jetzt verstehe ich die Situation besser. Ich fühle die Pein des Bären in meinen Knochen. Der Eisberg festigt seinen Griff und es gibt keinen Fluchtweg. Kämpfen oder aufgeben. Das ist die einfachste und gleichsam schwierigste Wahl im Leben. So lernen wir. Dies ist eine Prüfung. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Wir werden freikommen, wenn es uns erlaubt wird. Herr, verlass mich jetzt nicht. Okay. Na, Herr Bär. Was geht? Hä? Hier, auf seine kalte Nase grapschen. Ich habe gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Er muss dort eine Höhle haben. Da sind sie ja. Sehen Sie mich nur. Okay, wir müssen vor den Jägern fliehen. Wie machen wir das jetzt? Hier nach oben. Dann hier raus. Aha. Er hat uns erwischt. Blöder Bär. Ne, blöder Jäger. Der Bär kann ja nichts dafür. Die unschuldigen Bären. Alle werden sie abgeschlachtet. Ich habe gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Er muss dort eine Höhle haben. Nein, hat er nicht. Wunderbar. Ich probiere es mal nochmal. Und wenn wir nochmal fällen, dann haben wir halt nochmal gefällt. Okay. Hier geht es nicht weiter. Du wirst wohl einen Bären aufbinden, was? Wie er durch den Riss schlüpfte. Er muss dort eine Höhle haben. Wunderbar. Alles, da sind sie ja. Lassen Sie mich. Hi. Der arme Bär. Ich habe gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Ich habe gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Wunderbar. Alles klar. Ich warte mal hier, vielleicht sehen sie uns ja nicht.
Kommen sie von da oder von da? Hoffentlich nicht von hier. Verdammt, da kommt doch etwas. Da sind sie. Jetzt können wir es, glaube ich, riskieren. Da sind sie alle drin. Da sind sie. Nein! Lassen Sie mich nur. Scheiße! Ich bin ein Bär, ich könnte sie zerfleischen, wenn ich Lust hätte. Er muss dort eine Höhle haben. Wunderbar. Alles klar, du gehst und ich passe hier auf. Moment, einer geht. Na los. Der andere bleibt hier. Das heißt, einer wartet da draußen und der andere ist da. Body Slam! Nein! Scheiße! Okay, Spaß beiseite. Body Slam! Das muss jetzt sein. Ich hab gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Er müsste drin eine Höhle haben. Oh mein Gott. Du gehst und ich passe hier auf. Ah. Hä? Ich hab den doch den Weg blockiert, oder nicht? Nie mache ich was richtig. Es ist unglaublich. Er muss dort eine Höhle haben. Deine Mutter hat dort eine Höhle, ey. Du gehst und ich passe hier auf. Da sind sie ja. Nein! Lassen Sie mich nur. Sie schießen auf mich. Diese Hundsohn schießt auf mich. Was denn? Ich hab mich doch eingeschlossen, das geht doch. Oder etwa nicht? Scheiße. Scheiß Spiel hier. Deine Mutter schlüpft durch den Riss. Eine Höhle haben. Wunderbar. Alles klar. Du gehst und ich passe. So, wenn er da unten ist, dann zermalm ich ihn mit diesen Felsen. Na los. Na komm. Kommt da. Scheiße, jetzt lag's auf einmal. Haha! Was stimmt daran nicht? Ich hab den zermalmt. Ach Mensch. Warum lag das jetzt so? Ich hab gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Er muss dort eine Höhle haben. Wunderbar. Alles klar. Du gehst und ich passe hier auf. Na los! Komm her! Scheiß Mensch! Ich hasse Menschen! Menschen sind voll scheiße! Das wollte ich doch gar nicht! Ich hab gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Du musst dort eine Höhle haben. Wunderbar. Hi. Vielleicht? Nein! Das will ich doch nicht! Gott! Ich könnte ihn erschießen. Ich habe gesehen, wie er durch den Riss schlüpfte. Er muss dort eine Höhle haben. Wunderbar. Alles klar. Du gehst und ich passe hier auf. Ich warte jetzt einfach hier, bis ich was machen kann. Hier in dieser Vision muss man geduldig sein. Was ist denn das Schwarze da hinten? Seht ihr das? Und ich warte. Schlaf. Der ist aber geduldig, der.
Hier ist kein Bär. Nein, hier ist kein Bär. Wahrscheinlich mache ich es jetzt total falsch und tue hier nur unnötig Zeit vergeuden. Schau mal kurz raus. Da sind sie ja. Ah, da ist der Wichser. Der wartet wohl hier, hä? Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber jetzt kommen wir nicht mehr zu den Felsen hin. Da sind sie. Nein! Lassen Sie mich nur. Wir lassen den jetzt reinlaufen. Und wenn er drin ist, schmeißen wir den Stein runter oder den Felsen. Und das wird dann seinen Kollegen rufen. Und dann, während die abgelenkt sind, können wir entwischen. Alles klar. So stelle ich mir das jetzt vor. So lassen wir den Typen jetzt reinlaufen. Und nein, du Bär, machst jetzt nichts mehr von alleine, ja? Hoffentlich sieht er uns hier nicht. So, jetzt! Jetzt, vorbei! Vorbei! Aha, der verpisst sich, okay. Das heißt, wir können jetzt auch verpissen. Ich kann mich nicht selbst befreien. Schnell, nix wie weg hier. Haha. Haha. Also, geht doch. Ein bisschen Geduld und alles geht. Mein Plan ist voll aufgegangen. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Hier ist eine Leiter. Ha, reimt sich. Was für ein Zufall. Ah, hier geht's ins letzte und entscheidende Level von Cryostasis. Nun gut, dann sehen wir jetzt das letzte Mal den Ladebildschirm, vermute ich. Und dann gehen wir ins letzte Level von Cryostasis. Oh, da schwirrt eine Fliege rum. Also in meinem Zimmer jetzt. Hallo Fliege. Na, macht Spaß rumzufliegen. Ja. Und während wir warten, erzähle ich euch ein bisschen über das Leben in, keine Ahnung, in Deutschland. Okay, vorbei. wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall leckt es nicht mehr. Ha! Eiszapfen. Ich hab bei einem anderen... Ich habe bei einem anderen YouTuber gesehen, und zwar kann man diese Eiszapfen irgendwie mitnehmen. Aber irgendwie scheint das jetzt nicht zu gehen. Komisch. Hallo, mitnehmen? Warum geht das nicht? Bei einem anderen YouTuber, den ich gesehen habe, ging das. Naja, egal. Wahrscheinlich hat er einen Mod drauf oder so. Ich habe sein Let's Play nicht gesehen. Auf jeden Fall hat er auch gerade das Let's Play. Und da konnte er die Eiszapfen mitnehmen. Oh ne! So, hier kann man uns auch wärmen. So. Ah. Oh, oh, wer? Was? Wo bin ich? Wer? Hier, was? Ich hab Probleme mit dem Radar, Sir. Ah. Erdbeben! Erdbeben! Ich mag kein Erdbeben! Nein! Alter, seht ihr, wie viel Leben wir noch haben? Übelst knapp! That was the knappest part ever! In the history of Cryostasis, ich wollte schon Minecraft sagen. Auf Cryostasis. Oh Mann! Gut, dass es hier so Hitzeritze gibt. Hitzeritzen. Ich weiß, was auch eine Hitzeritze ist, und zwar zurück zum Spiel.
Alles ist dunkel. Ah! Fuck! Wo kommen wir jetzt denn hin? Ich hab keine Ahnung. Hier, nein, da. Da ist lang. Niemand. Was ist los? Alles repariert? Der Kapitän könnte das Schiff zerstören. Denkt an meine Fracht. Kapitän, öffnen Sie die Tür. Was ist los? Öffnen Sie die Tür. Volle Kraft voraus. Uah. Wo ist die Funkmeldung? Haben Sie ihm die Funkmeldung gegeben? Schlägerei! Schlägerei! Oh. Hallo? Hier gefällt es mir ganz und gar nicht. Hier gefällt es mir überhaupt nicht. Ohne Leiche. Öffnen Sie die Tür. Volle Kraft voraus. Wo ist die Funkmeldung? Haben Sie ihm die Funkmeldung gegeben? Shit. Nein. Was ist los? Haben Sie es nicht so gewollt? Übernehmen Sie Was? Nein, hör auf damit. Oh scheiße, ich hab zu viel gesoffen, ey. Ja, na gut, ich bin Russe, ich darf so viel saufen. Helfen Sie mir, die Steuerung klemmt. Ey, senden Sie meine Bedienung, ich hätte gern noch ein Whisky, bitte. Reaktorschutz. Können wir ihn nicht abschalten? Geben Sie etwas. Ganz ruhig, er wird bald starten. Es besteht kein Grund mehr zur Eile. Wie lange noch? Ich weiß nicht, das ist ein automatischer Prozess. Wir müssen hier raus. Und wohin? Was ist mit der Mannschaft? Die Mannschaft wird es schaffen. Hubschrauber bereit machen. Ohne die Erlaubnis des Kapitäns? Das kann ich nicht. Ich werde dir schon helfen. Wir werden es gemeinsam tun. In 10 Minuten treffen wir uns oben. Der Dialekt kam mir bekannt vor. Déjà-vu. Wenn du wirst es finden, nach Zeit. Moment. Er sagt etwas. Nein. Ich kann nichts hören. Wäre Postkarte von einer heimlichen Verehrerin vielleicht. Und so brannte sein Herz mit dem Feuer des Verlangens, sie zu retten, sie hinaus auf den einfachen Weg zu führen. Und dann begannen seine Augen in dem mächtigen Feuer zu glühen. Doch als die Menschen das sahen, dachten sie, er wäre wild geworden. Sie wurden wachsam wie Wölfe, warteten darauf, dass er sich in den Kampf stürzte und scharten sich eng um ihn, damit sie Danko leichter fangen und töten konnten. Aber er hatte ihre Gedanken schon erraten und sein Herz flammte noch heller auf, denn diese Gedanken quälten ihn. Ja. Was? Schon das nächste Level? Okay, das ist das wirklich letzte Mal, dass wir den Ladebildschirm hoffe ich zumindest. Jetzt kommt der Final Bosskampf hier in Krallstasis. Im Part, das müsste jetzt inzwischen Part 19 oder 20 sein. Ja. Ja. Es lädt immer noch. Ja. Ah ja.